So, aber ich schneide ein. Hallo? Ja, ich darf wieder. Ach Mann, ich muss immer wieder erst ins Spiel klicken. Und weil ich meine Maus nicht hinter dem Emulator sehe, weiß ich nicht, ob ich treffe, wenn ich drücke. Ah! Gleich die erste vom Emulator. Gleich die erste vom Computer. Noch einmal. Gleich das erste Leben vom Emulator. Gleich das erste Leben vom Continue-Verbrauch. So, liebe Freunde. Ich werde jetzt immer nur noch so reden, weil ich... Wieso bist du denn nicht mehr hochgeflogen, du Schwanz? Warum bist du denn... Weil ich sonst mich immer verspreche. Ja, mach hin jetzt. Lass mir weitermachen hier. So. Okay, eigentlich ist das alles... Alles Kacke. Ja, also es ist eigentlich alles Kacke, ja. Doch. Komm mal. Was? Wieso... Er fällt plötzlich runter und kommt nicht mehr hoch. Ach, so eine Wasserwelt würde ich vielleicht schon wieder doch mit Joypad machen. Gamepad, Joypad, Joystick, Gamestick, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mit mir da mal los ist, dass ich denn da so abgrundtief tief falle und nicht mehr hoch will. Ich habe das Gefühl, irgendwas zieht mich runter. Was? Es ist wirklich ganz, ganz komisch. Okay, ich mache eine ganz kurze Unterbrechung. Eine Pause. Damit ich gleich mein Gamepad ranschließen kann. Bis gleich. So, Pause ist aufgehoben. Ich drück mal wieder rein. Klappt's gleich? Nö, klappt nicht. Wo ist meine Maus? Komm, gib mir das Spiel wieder. Komm. Okay, ich muss nochmal kurz cutten. Irgendwas klappt noch nicht mit der Steuerung. Okay, jetzt klappt es. Alles klar, wunderbar. Ja, ich habe mal wieder mein Gamepad angeschlossen und hoffe, dass ich damit, mich in dieser Wasserwelt nicht so dämlich anstellen werde wie bisher. Ob das so sein wird, wir werden es erleben. Ansonsten wird es ein weiteres Fehlvideo geben. Schön. Nein. Okay. Aber es drückt sich doch ein bisschen. Das ist doch beschissen. Das Wasser kotzt mich an. Weil das macht alles extrem... Es wird irgendwie zurückgedrückt. Als wenn man Gegenwind hätte. Das kotzt mich voll an. Okay, ich probier's nochmal mit analog. Kann ich vielleicht ein bisschen schöner steuern? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich versuche hier alles Mögliche, um... okay, jetzt wollte er... Nee, er will nicht. Okay, nee, okay, den Analogstick sollte ich vielleicht nicht mehr verwenden. Blockiert einfach mal so. Da passiert dann auf einmal nichts mehr, wenn ich nicht genau gerade drücke. Nein, warum? Will ich dieses Level for Safe staten? Eigentlich nicht. Nein, aber ich sehe schon. Das ist ein richtig beschissenes Wasserlevel. Die haben sich das richtig schön... Und die Steuerung ist einfach grauenhaft. Ich kann nicht irgendwie hochschwimmen, wenn ich das möchte. Ich werde einfach nur noch runtergezogen. Ich habe, als wenn ich die ganze Zeit Gegenwind habe manchmal, ohne dass ich davon was sehe. Oh, es ist doch echt scheiße. Ups. Nein! Warum nicht unten lang wie sonst auch? Habe ich manchmal Rückenwind oder was dann? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Steuerung so seltsam. Und vor allem unter Wasser. Auf der Oberfläche habe ich mir... Okay, der bleibt einfach stehen dann einfach, bevor er los geht. Oh Mann. Oh Gott, ein ganzes Continuum. Okay. Ach, ich versuche mir jetzt an strategisch sicheren Plätzen einen Safe State zu setzen. Nein, weg. Ja, okay. Also das sollte ich hier noch schaffen. Also bis hinter die... Ja, das ist jetzt meine Challenge. Bis hinter diesen, den zweiten hiervon möchte ich es schaffen. Und dann kann ich einen Safe State setzen. So, also hierhin. So, stopp. Safe State. Okay. Gut, dann den nächsten finden wir raus. Wer nimmt davon ab? Oh Gott. Auf jeden Fall habe ich auf diesen Anfangsscheiß keine Lust mehr. Ja, da laufen natürlich Koopas unter Wasser rum. Was natürlich auch wieder total logisch ist. Ich meine, klar, sind Schildkröten, aber trotz allem, die rennen da nicht unten lang. Vor allem brauchen die keine Flügel, unter Wasser zu schwimmen. Ja, soll ich dem hier glauben, oder? Ja. Nein. Weiß nicht. Ach Gott. Nein, da war das Ziel. Nein. Okay, ich brauche nur diesen einen Safe State. Ach, das schaffen wir schon. Das ist halb so wild. Jetzt musst du nur da runter. Okay. Wieder die voll logischen Sachen hier. Nein. Nee, also Leute, ihr vergesst es. Das Ding hier komplett durchzuspielen mit dem beschissenen Wasserkram hier.
Das könnt ihr mal so direkt was von abhaken. Das war mal. Und mehr ist auch nicht dazu zu sagen. Roman wird immer gleich, wenn man irgendwo gegen schwimmt oben, wird man extrem doll zurückgeschleudert. Ja, man kann hier oben lang, das ist eigentlich halb so wild. Aber hier unten lang. Ja. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 alle weg hier. Und durch. Meine Fresse. Okay, jetzt kommt noch irgendwelcher Scheiß. Wetten? Okay. Nein. 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 Naja, aber eigentlich doch ein machbares Level. Hätte ich es lange genug probiert, hätte ich es geschafft, denke ich. Doch schon, also. Da wäre ich vielleicht noch mit 10 Minuten dabei gewesen, aber dann hätte ich es auch gehabt. Es geht, also der hintere Teil geht dann wirklich, wenn man das geschafft hat. So. Also das Gamepad ist das Problem, wenn ich schräg drücke, reagiert er gar nicht. Oder manchmal schon, manchmal nicht. Also nach unten schräg auf jeden Fall nicht. Nach oben schräg, ja. Na gut, okay. Ich muss einfach nur oben schräg drücken. Ich spiele noch ein bisschen Gamepad und wenn ich denke, dass ich es anders brauche, dann werde ich wieder tauschen. Oha. Okay, ich muss ein bisschen mehr Anlauf haben. Ich muss immer schön nach oben drücken, weil wenn ich nach oben drücke, schräg geht das irgendwie. Keine Ahnung. Also sonst ist das Gamepad wirklich in Ordnung. Ich wollte halt anlaufenden Sprung machen. Aber hier mit diesem Spiel zusammen, da ist es wirklich sehr, sehr strange, was da abgeht. So, okay, das ist halb so wild. Aber wir haben schon mal die ersten 3 Meter überstanden. Nein! Dieser blöde Fisch, ey, der hat mich völlig aus dem Konzept gebracht. So und so. So, dann so. So, so. Ach Gott. Meine Uhr. Entschuldigung. So, und weiter geht's. Nochmal? Nein, nicht schon wieder ein Rätsellevel, oder? Nee. Okay, ist nur zweimal dasselbe, weil ich dachte, ja, ist nicht so schwer. Ein bisschen Erholung. Okay. Ups. Okay. Scheiß Fische. Scheiß Fische. Und Anlauf. Und weg. Was ist hier drin? Ja, ein Großpilz. Wachspilz. Ja, 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 ein Wachspilz. Ich sag jetzt immer Wachspilz, so. Okay. Nein! Warum? Oh, nee, und jetzt wieder von ganz vorne wetten? Nee, das nicht. Aber ich habe trotzdem nur ein Leben. Mir egal. Durch. Nein, nicht so weit durch. Ach, Gottchen, Fresse, nee, ey. Nein, kein Leben mehr. Ich muss wieder von vorne anfangen. Okay. So. Ups. Okay. Ja, meine Kommentare werden auch immer unqualifizierter. Keine Ahnung, ey. Ich hab... Oh, leck mir die Eier. Wahnsinn. Ach, das hab ich auch schon öfter gehört. Das ist jetzt nur echt nichts Neues. So, auf jeden Fall ist hier Mittelpunkt. Hier kriege ich diesen großen Pilz. Okay. Nein! Ich hab gedacht, das wäre ein toter Grat. So. Okay. Nein. Na, kann ich nicht an die Safety-Taste lang. Bitte, bitte, bitte. Die nutze ich, wenn ich hier nur noch 2 Leben habe. So. An dieser Stelle hier, wo ich anfange, auch mit dem Continue-Punkt. Weil erstmal denke ich, dass ich das jetzt auch öfter schaffen werde. Und zweitens habe ich einfach keinen Bock mehr, so viel Zeit damit zu verbraten, an solche einfachen Stellen hinzulaufen. Und, aber ich nutze ihn erst deswegen, weil wenn ich noch, oder noch ein Leben übrig habe, machen wir am besten. Weil, aus dem einfachen Grunde, jetzt, nein! Vielleicht schaffe ich es ja doch ganz. Nein. Okay, 2 sind es noch. Okay. Wenigstens lassen sie mich hier ruhig anfangen und haben die den Cooper entfernt, wenn man neu anfängt. Nö! Was? Ficken. Ficken. Warum drehst du dich denn um? Habe ich davon was gesagt? Habe ich gesagt, Mario, dreh dich doch mal in der Luft um und fall in den Abgrund? Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, spring mal schön rüber.